Markus Beko von Amnesty International. Okay, gut. Seit mehr als 70 Jahren verpflichtet die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte die Regierungen der Welt, das Leben und die Rechte aller Menschen zu achten und zu schützen. Seit 1951 garantiert die Genfer Flüchtlingskonvention besonderen Schutz für all diejenigen Menschen, die Schutz suchen vor Gewalt, Verfolgung und Krieg. Und seit Jahren wissen wir alle von Kriegsverbrechen in Syrien, Gewalt in Afghanistan, Menschenhändlern, Entführungen und Folter in Libyen. Dennoch sind seit Jahren die von dort geflohenen Kinder, Frauen, Familien, Alten in griechischen, in europäischen Lagern menschenunwürdigen Bedingungen ausgesetzt, ohne die gesicherte Versorgung des Notwendigsten. Seit Monaten verwehren die Regierungen der Europäischen Union ein wirksames Eingreifen, um diesen Notstand zu beenden. Seit Wochen setzen sie im Angesicht der Corona-Pandemie diese Politik der unterlassenen Hilfeleistung fort. Offensichtlich soll diesen Menschen, die Schutz suchen, in den Lagern die notwendige Hilfe verwehrt bleiben, weil sie Schutzsuchende sind. Wenn Griechenland den Menschen in seinen Lagern nicht helfen kann, so können und müssen wir es als Europa. Wenn Griechenland den Menschen in seinen Lagern nicht helfen will, so können und müssen wir es als Europa. Wenn 47 Kinder in Deutschland, 12 in Luxemburg aufgenommen werden, wenn rund 2300 Menschen aufs Festland gebracht werden, dann ist jedes gerettete Leben wichtig, aber dieses erbärmliche Ringen um die Rettung Einzelner beschämt im Anblick der tausenden Menschen, die bewusst der Not und Pandemie ausgesetzt bleiben. Menschen, von denen viele vor dem Elend der Lager Gewalt, Folter, Vergewaltigung auf der Flucht erlitten haben, die ihre Kinder oder ihre Eltern beim Ertrinken zusehen haben müssen, die ihre Familie im Krieg wissen. Menschen, die nicht aufgeben, Menschen, die wir nicht vergessen können und nicht vergessen wollen. Weswegen wir nicht aufgeben dürfen und heute hier stehen, um laut daran zu erinnern, jetzt endlich humanitäre Hilfe sicherstellen, jetzt endlich die Lager evakuieren. Nach mir spricht Sabine Will, Ärztin von IPPNW.